Wir sind hier am Parkplatz bei Sellen nach der Oldtimer Rallye und bei mir ist Thorsten Krey, der stolze Besitzer dieses Porsche. Und ja, mal als Frage, wie war denn die Rallye für Sie? Ja, sie war sehr, sehr schön. Wir haben uns mit dem ADAC Hessen-Thüringen hier verabredet, haben wie Sie eine Sternfahrt gemacht, sind aber von unserem Ärzteverein aus in Westerburg gestartet, über Limburg, Domführung, dann rüber nach Walburg, Braunfels, zum Hoiwella, nach Baldstein auf einen kleinen Snack und dann sind wir jetzt hier eingelaufen auf dem Parkplatz und sehen die ganzen schönen Autos an die 300 Oldtimer. Das ist was. Okay. Ja, erzählen Sie mal was zu Ihrem Auto. Wie man schon sieht, ist ein Porsche, aber ich denke mal, Sie können da noch ein bisschen genauer sagen, was für ein Modell und aus welchem Jahr er kommt. Das ist ein sogenannter 911, luftgekühlt, wie die damals alle waren. Und zwar vom Baujahr 1987. Also er wird nächstes Jahr 30 Jahre alt und das ist eigentlich so das typische Merkmal, das sieht man den Autos nie an, weil die Form ist eigentlich geblieben. Nur unter dem Kleid hat sich einiges geändert über die Jahre. Und er hat einen 3,2 Liter Sechszylinder und zwar Boxer. Das ist dieser spezielle Sound, der Ton, der Klang, dass die Kolben alle quasi zur Seite arbeiten. Nicht im V, nicht in Reihe, als Boxer. Okay. Das macht den Klang aus. Okay, alles klar. Gab es für Sie heute irgendwelche Highlights, irgendwelche Autos oder Streckenabschnitte, die Sie besonders schön fanden? Also ich habe die Strecke ja selber ausgesucht. Ah, okay. Und das war das Highlight, das ist einfach diese schöne Gegend hier drumherum, die ich eigentlich sehr mag. Und wir haben lauter kleine Sträßchen gemacht und wir sind quasi von der Dill über die Lahn, die Weil, dann wieder zurück dann nach Herborn und haben lauter kleine Nebenstraßen, Sträßchen sind wir gefahren und Waldstein zum Beispiel, das Ulmtal wieder hoch. Die Gegend ist einfach sehr, sehr schön. Okay, alles klar. Gut. Dann danke dir. Ja. Sitzt in einem 63er Baujahr. Okay. 2,8 Liter, Einspritzer. Und alles, was hier drin ist, das gesamte Auto noch original. Sehr, sehr schön. Ne? Original Leder, alles original. Automatik, sogar mit elektrischen Fensterheber. Das ist die erste Serie mit elektrischen Fensterheber. Überall, auch bei euch dahin. Das ist erstaunlich. Also für 63 ist das? Ja. 196 PS. Ordentlich. Sechszylinder-Reihe. Ist einer der, also meiner Ansicht nach, einer der besten Mercedes-Motoren überhaupt.